Der amerikanische Bariton Thomas Hampson singt die Titelpartie in Paul Hindemiths Oper Matthis der Maler. Fast jeder weiß davon, aber kaum einer hat es gehört oder gesehen. Ich glaube, als Werk des 20. Jahrhunderts ist es tatsächlich unverzichtbar. Um was es geht, ist einfach für jede Epoche, jede Kultur wichtig. Am 28. Mai 1938 war das damalige Stadttheater Zürich Schauplatz der Uraufführung für eine der wichtigsten Opern des 20. Jahrhunderts. Paul Hindemith hätte seine Oper Matthis der Maler gern an der Berliner Staatsoper gesehen. Doch als Exponent der neuen Sachlichkeit in den 20er Jahren war er seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland immer mehr in die Schusslinie der Kritik geraten. Seine Musik wurde größtenteils verboten, und obwohl er meinte, dass die Nazi-Herrschaft sehr kurzlebig sein würde, emigrierte er Ende 1938 zunächst in die Schweiz. Dennoch wollte Hindemith seine Situation in einem totalitären Staat grundsätzlich klären. Muss ein Künstler politisch tätig werden? Wie lässt sich in der Kunst Widerstand leisten? Um diese Fragen geht es in Matthis der Maler. Im Mittelpunkt steht mit Matthias Grünewald der Schöpfer des berühmten Isenheimer Altars. Was für mich als Künstler in den Matthis zu finden ist, ist sicher den Selbstzweifel, die permanente Unzufriedenheit, die Bereitschaft, was das vielleicht wichtiger wäre als der Arbeit, zu opfern, ob Beziehung oder Glaubens oder was auch immer, weil man glaubt, dass das, was vor dir steht, wichtiger ist. Ich kann das nachvollziehen, nicht, dass ich es immer tue, aber ich verstehe seine Motivationen, ich verstehe diese Rastlosigkeit in seinen Schaffenswunsch und das Lebenswahrnehmung. Und dass es ihm auch letzten Endes entgleitet, ist irgendwie eine Tragödie. In 7 Bildern zeigt Paul Hindemith im Maler Matthis einen Künstler, der in den wirren Zeiten der Bauernkriege am Sinn seiner künstlerischen Arbeit zweifelt. Matthis gibt seine Malerei auf, schlägt sich auf die Seite der um ihre Freiheit kämpfenden Bauern und wird zwangsläufig von ihnen enttäuscht. In qualvollen Traumvisionen der Versuchung, denen er standhält, werden ihm sein Künstlertum und seine schöpferische Kraft als eine göttliche Gnade zurückgeschenkt und versetzen ihn in die Lage, seinen Altar zu vollenden. Wie hat sich Thomas Hampson seinen Zugang zu der Rolle erarbeitet? In Hindemith, in dieser Matthis der Maler, es ist so viel Historisches bedingt. Nicht nur, was er geschafft hat, was er wirklich gemalt hat, aber auch die politische Zusammenhang mit den Volksrevolt, den sogenannten Bauernkrieg, die kirchliche und irdische Dimensionen von Machtstreit. Wir lassen ihm einen Zeitwandler in unsere Geschichte, unsere Erzählung werden, finde ich. Und da, wenn es dann für das Publikum eine absolute Wahrzeichen eines Zeites sein soll, ist er da. Aber wenn es beinhaltet, eine Figur, der diese Auseinandersetzung oder diese Liebesgeschichte oder diese Machtgeschichte und so weiter erarbeitet, dann müssen wir nicht unbedingt abhängig werden von wie er wirklich war in seinem Leben oder welcher Zeitraum das war. In der Oper hat nicht nur Matthis einen Konflikt auszutragen. Zwischen die Fronten gerät auch Kardinal Albrecht von Brandenburg. Der oberste deutsche Kirchenfürst fällt in der Oper den Entschluss, sein Leben in Einsamkeit zu beenden. In Wirklichkeit zog sich Matthis zurück, während sich Albrecht bis zum Schluss mehr um seine irdischen Reichtümer sorgte, als um das Seelenheil seiner Mitbürger. Zwei Frauen kreuzen den Weg von Matthis dem Maler. Regina, die Tochter des Bauernführers Schwalb, und Ursula Riedinger, die Tochter eines reichen Mainzer Bürgers. Obwohl Matthis Ursula liebt, verlässt er sie, um an der Seite der aufständischen Bauern zu kämpfen. Die
tatsächliche Ebene, auf welche die Liebe zwischen den beiden steht, ist nicht ebenbürtig. Ich glaube, Matisse ist in diesem Sinne wahrscheinlich ein bisschen egozentrisch. Chefdirigent Daniele Gatti leitet die Neuinszenierung von Hindemiths Oper. Die Inszenierung liegt in den Händen von Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann. Wie erlebt Thomas Hampson die Arbeit mit einem Schauspielregisseur? Ich habe mich sehr gefreut, den Herrn Hartmann zu kennenlernen und mit ihm zu arbeiten. Er hat eine sehr feine, präzise, dramatische Aug, sozusagen. Und das ist schon für einen Mitwirkenden auf der Bühne, egal ob Schauspieler oder Opernsänger, eine sehr hilfreiche Unterstützung. Neben Thomas Hampson als Mathis sind in weiteren Rollen Emily McGee, Sandra Tratnik, Stefania Kaluza, Renaldo Macias, Aaron Caves, Gregory Reinhardt, Peter Straka, Benjamin Bernheim, Andreas Hörl und Thomas Slawinski zu erleben. Mathis der Maler von Paul Hindemith, inszeniert von Matthias Hartmann und unter der musikalischen Leitung von Daniele Gatti, ab 16. Juni 2012 am Opernhaus Zürich.